Heute kümmern wir uns um das große Thema Datenbanken. Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr seht, ist hier ein bisschen mehr hinzugekommen. Es liegt daran, dass ich am Samstag gestreamt habe und wir hier ein paar Sachen wie zum Beispiel das Help oder das Hack-Command eingeführt haben. Wie auch genau das Client-Info. Wenn ihr euch das anschauen wollt, jetzt klingelt das Telefon. Genau, wenn ihr euch das Ganze nochmal anschauen wollt, dann schaut auf jeden Fall den Livestream an. Die Wiederholung ist online. Sind 2 Stunden lang. Die letzte Stunde danach war dann eher so Funstream noch, den müsst ihr euch nicht anschauen. Aber ansonsten könnt ihr die ersten beiden Stunden angucken, ein bisschen ruhig durchskippen. Klar, in einem Livestream geht das alles deutlich langsamer, weil ich halt eben mit den Zuschauern kommuniziere. Und ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Livestream auch dabei. Aber jetzt als allererstes machen wir die Datenbanken. Und heute speziell machen wir nicht viel. Wir werden erstmal nur eine Datenbankklasse aufsetzen, mit der wir dann später auf unsere Datenbank zugreifen können. Die eigentliche Arbeit in SQL kommt dann erst in den nächsten Parts. Also wir erstellen eine neue Klasse, die nennen wir zum Beispiel SQL, beziehungsweise nennen sie Lite SQL. Wir benutzen heute nämlich SQLite. Das ist in dem Sinne etwas einfacher, weil wir keine Verbindung zu einer Datenbank direkt aufbauen müssen, sondern das Ganze auf einer einzelnen Datei basiert, die ihr dann direkt neben eurem Jar-File oder so habt. Das heißt, ihr selber müsst keine MySQL-Datenbank oder sowas jetzt aufsetzen dafür. Und ich glaube, das kommt erstmal vielen hier zugunsten. Eventuell werde ich im Livestream auch nochmal erklären, wie es mit MySQL alles funktioniert. Ist an sich gar nicht so viel anders. Das System dahinter ist ziemlich dasselbe, nur eben, dass wir mit einer IP, Username, Passwort und Datenbank uns dahin verbinden müssen und hier eben nicht. So. Dann legen wir erstmal ganz oben eine Private Static Connection, wenn es denn lädt, Connection, davon Java SQL, das oberste, und die nennen wir einfach mal, Hilfe, ich kann nicht mehr tippen, ich habe meine Tastatur verschoben, deswegen kann ich nicht tippen. So, jetzt brauchen wir einen Konstruktor, also machen wir Public Lite SQL. Beziehungsweise, nein, wir machen keinen Konstruktor. Wir machen das, wenn wir hier schon Static benutzt haben, dann machen wir jetzt auch hier eine Static-Methode. Dann können wir von überall in unserem Programm darauf zugreifen und andere Programme könnten auch darauf zugreifen. Aber das ist ja hier in dem Fall jetzt nicht schlimm. Wir müssen ja die Daten jetzt nicht direkt schützen. Wir machen eine Public Static Void on, na, machen wir einfach direkt Connect. So. Da drin setzen wir jetzt erstmal die Connection gleich null, falls sie es noch nicht ist. Und jetzt werden wir uns verbinden oder versuchen zu verbinden. Und dafür werden wir erstmal eine Datei erstellen bzw. testen, ob diese Datei existiert, die wir dann als unsere Datenbank benutzen. Dafür machen wir File von Java.io. File ist New File und den nennen wir jetzt zum Beispiel Datenbank.sql. Das ist egal, wie ihr es nennt. Nur hinten muss .sql stehen. Bin ich doof. Nicht sql.db. Ah, ich sollte nicht so früh am Morgen aufnehmen. Da bin ich noch nicht wach. Oder mehr Kaffee trinken. So, jetzt machen wir if not file.exists. Dann file.create new file. Hier unten können wir schon mal einen Catch-Block einführen. Da braucht man sich eigentlich nur eine SQL-Exception und eventuell eine IO-Exception. Genau, der will nämlich hier, glaube ich, eine IO-Exception. Machen wir einfach add
Surrounding Tray. Nein. So rum wollte ich es haben. Multicatch. Den können wir wieder entfernen. So. Ich glaube, SQL Exception meckert ja jetzt noch rum, weil wir noch gar keine Sachen für SQL gemacht haben. Das kommt aber jetzt. Jetzt holen wir uns erstmal die URL, auf die wir gleich verbinden werden. Und da müsst ihr reinschreiben JDBC, also JDBC, Doppelpunkt, SQLite, für unsere System, was wir benutzen, nicht SQLite, nochmal Doppelpunkt und jetzt den Pfad, beziehungsweise die Datei, da machen wir einfach plus file.get absolute path, get path, machen wir get path. Genau, und jetzt erstellen wir die eigentliche Connection, machen wir con, ist gleich, driver manager, müssen wir auch gleich wieder importieren hier, bobs, auch von Java SQL, Punkt, get connection, ups, das war ein bisschen viel, da brauchen wir nur URL. Das reicht uns schon. So, und jetzt können wir hier noch ein System Outprint machen. Verbindung hergestellt. Oder Verbindung zur Datenbank. Hier kann man einen e.printStackTrace machen, falls es Fehler wirft. Jetzt gibt er uns auch kein. Dürfen wir auch die SQL Exception da benutzen. Genau. Dann machen wir jetzt hier eine Disconnect-Methode. Wir machen public static void disconnect, damit wir es auch so sauber wieder trennen können. Machen wir wieder ein try. Und hier machen wir jetzt if con nicht gleich null. Weil wenn sie null ist, sonst, dann würde sie uns noch Fehler werfen. Con.close. Machen wir wieder catch SQL exception. Soll uns die auch rausgeben, falls eine kommt. Aber normalerweise dürfte da eigentlich nichts passieren, beziehungsweise ja, lass mal einfach so. Und da könnten wir jetzt hier noch reinschreiben, Verbindung getrennt oder so. System. Nein. Ich hätte mehr schlafen sollen. Outprint ln Verbindung zur Datenbank getrennt. So, und jetzt brauchen wir zwei Methoden. Was die genau machen, erkläre ich erst im nächsten Video dann. Für alle, die SQL schon kennen, wird das nichts Neues sein. Wir brauchen jetzt eine Update- und eine Query-Methode. So schnell gesagt, Update tut Daten in der Datenbank verändern und eine Query-Methode tut Daten aus der Datenbank uns geben. Also das eine ist zum Reinschreiben bzw. Verändern und das andere ist wieder zum Rausgeben, dass wir damit arbeiten können dann. Und dazu machen wir jetzt erstmal eine public static void on update. Da seht ihr schon void, also wir kriegen nichts zurück, also wird das wahrscheinlich die zum Verändern sein. Heißt auch update. Und hier übergeben wir jetzt einen SQL-String. Also der muss dann eben in SQL-Sprache sein. Und dazu benutzen wir wieder ein try. Statement von Java SQL. Achtung. Ist gleich con.createStatement. Damit erzeugen wir ein neues Statement. Ups, ich muss natürlich einen Namen geben, also Statement, Statement, irgendwie so. Und dann machen wir einfach nur Statement.execute. Nein, nicht execute, query. Das brauchen wir beim anderen. Wir brauchen execute einfach nur und den SQL-String. Und dann machen wir hier einen Catch-Block wieder mit einer SQL-Exception. Und
klar, jetzt werden wieder Leute kommen, die sagen, ja, oder kann man ja zwischenspeichern, kann man doch viel besser machen. Ja, kann man, aber man kann es auch so machen. Das sollte normalerweise nicht schaden. Dann machen wir eine Public Static Result Set. Brauchen wir hier. Auch wieder von Java SQL. Und Query. Wir geben auch wieder einen SQL-String. Und hier machen wir einfach standardmäßig Return Null. Dann machen wir jetzt ein Try. Und dann sich dasselbe Statement. Eigentlich können wir es echt rausspeichern. Dann brauchen wir nur ein Statement. Dann machen wir das mal, dann wird auch auf jeden Fall nicht gemeckert. Hier noch ein Private Static Statement. Und dann machen wir einfach hier direkt dahinter. Statement ist con.createStatement. Und hier benutzen wir dann nur noch das Statement. So. Da machen wir jetzt Return Statement.executeQuery jetzt und SQL. Wieder eine SQL Exception. So, und das war's an sich auch schon mit dem Ganzen. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen in unsere Hauptklasse und tun zum einen, ja, machen wir das, bevor der Bot wirklich online geht. Machen wir jetzt einen Light SQL.connect. Und im Shutdown dann hier Light SQL.disconnect. So. Und wenn wir jetzt den Bot starten, weiß gar nicht, ob er startet, weiß nicht, ob ich da ins Richtige. At this moment he knew. He fucked up. Wir haben vergessen, den Treiber zu installieren. Wir müssen natürlich erstmal unserem Programm dann sagen, was SQLite überhaupt ist. Und dazu gehen wir auf die Seite, die ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Gehen auf die neueste Version und dann haben wir hier wieder so ein Dependency-Zeug. Das hatten wir ganz am Anfang schon mal. Das heißt, wir gehen in die POM-XML, wenn er lädt. Haben hier Dependencies. Und da müssen wir dann jetzt diese Dependency hier einfügen. Gehen wir unter unsere Dependency. Und fertig. Jetzt muss das Ganze einmal bilden. Dann sollte jetzt gleich alles funktionieren. So, wie wir sehen, Verbindung zur Datenbank hergestellt. Bot online, wenn wir jetzt wieder runterfahren. Verbindung zur Datenbank getrennt und Bot offline. Genau, also jetzt funktioniert alles mit SQLite. Haben wir einen Treiber per Maven jetzt reingeholt. Und genau, an sich ist es dann das auch schon wieder gewesen mit dem heutigen Video. Wie wir das benutzen, wofür wir das alles brauchen, zeige ich dann im nächsten Tutorial. Genau, würde ich sagen, tschö, bis zum nächsten Mal.